Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Watch Dogs-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Part zum aktuellen Ubisoft-Titel. Ich bin immer noch drauf gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet, dann Schande über euch, guckt gefälligst zuerst Part 1. So, es geht darum, wir versuchen hier aus dem Stadion zu fliehen. Nur noch 26 Meter bis zum nächsten Ziel. Ich versuche mich mal ganz relaxed zu benehmen. Okay. Soll ich irgendwas hacken? Okay, die chatten, die Leute. Mir ist relativ egal, was die Leute hier alle schreiben. Wir gehen einfach raus. Wow, Licht ist an, meine Freunde. Ist es geil, oder? Es wirkt so ein bisschen wie dieses erste Splinter Cell, was sie damals vorgestellt haben, wo sie gerne wollten, dass das so ganz Open World ist. Also das Conviction war das, glaube ich. Da hinten ist anscheinend mein Fluchtauto. Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Ich weiß nicht, soll ich mich unauffällig verhalten und einfach rumlaufen? Ich würde mich ja gerne so ein bisschen umgucken. Sehr coole Lichteffekte hier auf jeden Fall. Auch mit den Reflektionen auf der Straße. Sieht sehr, sehr schick aus. Wir checken mal ein bisschen die Bullenkarren auf der Minikarte. Bin anscheinend hier zu unserem Fluchtwagen gelangt. Und hallihallo, Baby. Okay, fahren. Das ist so eine meiner größten Künste in Videospielen. Das werdet ihr eventuell aus anderen Videos wie Far Cry 3 schon kennen, aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Zum Glück ist es nicht der, was ist das da oben auf dem Bild? Das ist hier irgendwie was anderes. Wie man ein Fahrzeug steuert. Beschleunigen, bremsen, halten, Handbremse, nach hinten umsehen, Kamera wechseln. Sollte eigentlich alles klar sein. Traditionell fahre ich das aber vermutlich relativ beschissen. Normalerweise ein Hinweis an dieser Stelle. Es läuft Radiomusik in den Autos. Das habe ich aber ausgemacht, weil das nämlich sonst böse, böse Ärger mit der GEMA oder mit anderen Rechteinhabern geben würde. So. Handschuhfach habe ich geplant, okay. Wir weichen das Suchgebiet nach Süden aus. Wo sind die Bullen? Wieso steht hier direkt so ein Auto vor der Einfahrt? Wie praktisch. Ich fahre ganz vorsichtig. So. Sieht das cool aus, oder? Wir ändern euch die Ansicht. Aha, okay. Ah, das ist geil. Das ist genau meins. Okay, ich kann die Ampel hacken. Ah, das ist ja geil. Ich kann die Ampel hacken. Das ist geil. Was denn? Oh, die haben mich gerammt, oder was? Die Arschlöcher. Boah, ist das schwierig aus der Ego. Oh, ach du Scheiße. Ist das geil. Jetzt schnapp ich mehr. Nix schnappen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wie kann ich die Kopfkarren hacken? Okay, weiß ich im Moment nicht. Ich fahre einfach mal. Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort. Die Perspektive sieht eindeutig zehnmal geiler aus. So, vielleicht schaffen wir es jetzt mal so ein bisschen aus dem Sichtfeld zu entkommen. Schick mal einen Wagen zur Unterstützung, Rover! Uah. Ey, hau ab da mit deiner grünen Scheißkarre! Sie ist aus wie ein Apfel! Mann, Pickup-Penner. Ja, ich fahr selber einen Pickup, Entschuldigung. Was denkt sich der Kerl? Kann ihn... LS, ich hab den Verdächtigen verloren. Ja, verloren habt ihr den Verdächtigen. Den Wagen verstecken mach ich mal. Ah, guck mal, ich verberge mich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Bullen mich registrieren. Oder ob die mich jetzt wieder angreifen. Dann müsste ich mich jetzt schleunigst verpissen. Die sind aber auch nicht mehr so ganz heiß. Oh, scheiße, die sehen mich. Ah, nee, noch nicht. Aber war das geil, oder? Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Aber jetzt mal ich gebe ihm ein paar Tage.
Jetzt habt ihr mal gesehen, was hier so auf der Straße los ist? Wie steige ich aus? Erreichen Sie Ihr Versteck. Okay, jederzeit möglich. Drücken Sie die Back-Taste, was auch immer das auf dem PC jetzt sonst sein sollte, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann auf A, um eine GPS-Markierung zu setzen. Ihr Missionsziel wird in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Sie können per Schnellreise zu einem beliebigen Versteck reisen. Nein, bei meinen Fahrkünsten, da will doch wirklich jeder, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend düse. So, ich mach das mal aus, mach hier mal die Karte an. Das ist mein Ziel. Glücklicherweise ist es nicht so weit weg. Ey, aber wenn du hier so rumguckst, ne? Guck mal, so die Mülltüten da, dieses Haus zu verkaufen. Hier laufen alle welche, der Gullideckel qualmt, die Bäume wiegen sich im Wind. Ist es geil, ey. Halleluja. Jetzt müsste normalerweise einer hupen, wenn die hinter mir stehen. Das hätte ich jetzt auch noch cool gefunden. Aber ist das eine geile Welt? Also, viele tun sich immer damit schwer und sagen, ein Open-World-Spiel, in dem man auch Auto fahren kann, ist sofort GTA. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor, aber wenn es denn so wäre, müsste GTA sich aber jetzt hier zumindest mal erstmal vom Punkto Game-Grafik und Physik und sowas absolut verstecken. Weil dann hätte Ubisoft gerade mal GTA mega platt gemacht. Wobei solche Titel natürlich, ich weiß, meine lieben Freunde, ich bin jetzt nur mal eine Grafikhure, lasst mich doch. Solche Titel leben natürlich normalerweise eher von der Geschichte, von der Handlung und so weiter und so fort. So, ich parke jetzt hier mal. Wie sprengen? Warum soll ich das sprengen? Ich wollte parken. Ich wechsle mal wieder. Entschuldige. Ich parke halt wie eine Frau. Mann, lass mich doch. Wie steige ich aus? Nee, das ist Hacken. Ach, B, so, guck mal. Ey, alter Schwede, ich habe geparkt. Nee, jetzt habe ich mich versteckt. Wie steige ich aus? Y? Ah, Y. So, yeah, baby. Mann, ist das cool, ey. Habt ihr da Bock drauf? Wollen wir einmal ein bisschen hier gucken, was hier so los ist? Geldautomat? Das wundert mich jetzt, dass ich das nicht sofort hacken kann. Aber hier so Ampel mit so kleinen Zeichen, alle kleine Lichter dran. Pfützen auf der Straße. Autos erzeugen Wassereffekte, wenn sie durch die Pfütze fahren. Werbung im Spiel. Ich mach mal hier meinen Hack. Hack-Check. Guck mal, ich kann hier die Leute checken. Liegt im Streit mit der Versicherungsgesellschaft. Okay. Kauft Häufchen Second-Hand-Shops ein. Ja, was die Leute wirklich alle von uns wissen. Vermutlich ist das wirklich so, oder? Oder wird bald so sein. Guck mal, auch die Lampen der Autos spiegeln sich in den Pfützen auf der Straße und so weiter und so fort. Geile Scheiße. Also ich finde es jetzt erstmal, erster Blick ist jetzt, beziehungsweise ist ja mein zweiter Blick, es ist ja das zweite Video. Aber ich muss jetzt erstmal sagen, ey Leute, geile Scheiße. Also auch wie viele Autos hier rumfahren, wie viele unterschiedliche und so. So, wir befinden uns im Old Motel und mal gucken, ich muss vielleicht eventuell vielleicht oder auch hier die Treppe hinaufgehen. Check das mal so ganz relaxed. Ah, da unten war irgendwas zum Hacken. Was kann ich da hacken? Ich hacke. Ah ne, das kann ich sprengen. Nein, nein. So, warum soll ich das machen? Naja, mach ich nicht, brauche ich nicht. Alles cool. Alles cool, Bruder. Oh, Dachterrassenparty? Ah, okay, wo ist mein Versteck? Ein bisschen tiefer. Ich dachte, ich müsste hier oben rauf gemusst. Egal, sei es drum. Ich hab die in deinem Schrank gefunden! In deinem Schrank! Und ich hab dir gesagt, wie komme ich denn jetzt hier rauf? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Ich wüsste gerne, wie ich dort nach oben komme. Erreichen Sie Ihr Versteck. Ja, ich dachte jetzt bei einem Motel würde ich irgendwie so eine Treppe hochgehen und dann rübergehen zu meinem Versteck. Könnte aber auch sein, dass wir hier hoch müssen. Sorry. Ja, sorry, du mich auch. Sorry am Arsch. So, jetzt scheinen wir aber so auf der richtigen Etage zu sein. Ich finde das so total cool, wenn der Charakter hier so slendert. Also rumschlendert. Das finde ich ziemlich besser. Was macht sie da? Aber ich check sie mal aus. MMORPG begeistert. Aha, Alter 37, Kantinenköchin. Bisschen wenig Einkommen für mich. Auch nicht so ein hübsches Gesicht. Naja, egal. Oh, guck mal, der Typ hier schiebt die Stühle weg. Total cool. Ließ kürzlich eine Umschuldung vornehmen. Ah, ist mir egal, Bruder. Ich gehe rüber zu meinem Versteck. Ich habe es ein bisschen eilig heute. Die Leute wollen mehr Gameplay sehen.
So, da bin ich. Hey ho. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Missionsziel erfüllt. Erreichen Sie Ihr Versteck. Ja, wunderbar. Ein Telefon schellt auf jeden Fall. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay, Skillpunkt erhalten. Dann öffnen wir mal unseren Fähigkeitsbaum gemeinsam und gucken mal, was bei Hacken so möglich ist. Was können wir hier auswählen? Ich kann hier, Moment, warte, ich wechsle mal hier auf Maus. Hier irgendwas anderes auswählen? Ne, ich kann nur das hier auswählen. Tore und Garagen. Diese Fähigkeit wirklich für einen Punkt erwerben? Keine Ahnung, ich kann hier im Moment nichts anderes auswählen, wie es ausschaut und deshalb akzeptiere ich das. So, und ein kleines Tutorial, wie es ausschaut. Tore und Garagen, Q halten oder beziehungsweise X halten, Ampeln und wahrscheinlich was noch. Achso, hier. Jetzt kann ich doch hier ein bisschen rum switchen. X halten, um Türen und Garagentoren zu öffnen und zu schließen. Also schließen wäre nicht schlecht, dann kann man den Cops halt die Türen vor der Nase zuknallen, würde ich sagen. Okay, hier mal ein Blick in den Fähigkeitsbaum. Fahren, das wird was sein, was ich wahrscheinlich relativ häufig benutzen muss. Hacken haben wir. Und Kampf, also die drei Bäume gibt es. Ah ne, Entschuldigung, Bekanntheitsgrad-Fähigkeiten. Es gibt vier. Wobei allerdings Kampf und Hacken die größten Bereiche sind, wie es aussieht. Drei Bäume, ja. Okay, Statistiken. Das ist ja auch immer ganz wichtig für euch, damit ihr sehen könnt, dass ihr besser seid. Ich habe insgesamt $656 dabei und ich habe noch keinen CTOS-Turm gehackt. Auch relativ Ubisoft-typisch, kennen wir aus Assassin's Creed und Far Cry. Erstmal ein paar Türme hacken, damit wir uns irgendwie in der Spielwelt auskennen. So, mach ich das mal wieder zu. So, was wollen wir? Wollen wir uns ausruhen oder was? Mit CTOS verbunden? Ach, ich bin ein alter müder Mann, ich leg mich jetzt erstmal hin. Ausruhen. Ruhen sich im Versteck aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit, Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt, während laufender Missionen nicht verfügbar. Okay, ich mach das jetzt mal einfach. Checken wir mal, wie das so ist, wenn man schläft. Wecker einstellen? Ja, 6 Uhr morgens ist okay. So, ausziehen brauche ich mir nicht. Mantel, Stiefel, Jeans und so, das bleibt alles so. Egal. Ich will nicht nach egal. Ich will nach Bobby. Okay, du bist der Kassel. Wir fahren nach Bobby. Ziemliche Scheiße. Aber mal zum Spiel super gemacht. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum.
Okay. Das war jetzt mega cool gemacht, muss ich sagen. Also, dass er dann wirklich auch so eine Albtraumsequenz hat und sowas, das ist ziemlicher Hit, muss ich sagen. So, anscheinend wird da ein neuer Punkt angezeigt, wo wir hin müssen. Was können wir hier sonst noch machen? Bisschen umschauen. Garderobe. Das lasst ihr jetzt erstmal so. Das können wir uns ein andermal nur angucken, wenn euch das interessieren sollte. Man kann im Übrigen, glaube ich, auch nicht die Perspektive verändern. Also man kann es jetzt nicht in die Ego-Perspektive schalten oder sowas. Aber ich finde es jetzt auch so relativ gut gemacht. Aha, aha, aha. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Was war vorhin mit dem CTOS, was hier angezeigt wurde, als ich hier rumgelaufen bin? Ne. Hier ist nichts mehr. Ich würde jetzt mal sagen, meine lieben Freunde, weil das gerade so eine schöne, in sich abgeschlossene Sache ist, ich gehe mal noch die Tür raus, vielleicht passiert ja noch schnell was. Okay. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay, ich kann die Kamera bewegen. Das switcht aber von alleine hin und her jetzt gerade. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Also anscheinend ist das so ein bisschen was von der ersten Nebenmission. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir einfach mal ein paar Leute checken und gucken, ob wir irgendwas finden, was wir damit machen können. Kameras hacken und so weiter und so fort. Und wir gucken mal, ob wir irgendeinen Kriminellen da draußen aufstöbern können. Ich würde sagen, an dieser Stelle verlasse ich das heutige Video. Ich hoffe, das hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich nach wie vor und wie immer über einen Kommentar oder um einen Daumen nach oben freuen. Das ist nämlich extrem wichtig für mich, damit das Video gut gelistet wird. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.